Okay. So, wie... Was? Arschloch. Kommen wir denn jetzt aber von hier in Monas Apartment? Das ist jetzt die große Frage. Du, noch jemand da? Ja, hallo. Was war denn? Legen? Wird hier runter. Oh, die Kulisse kaputt gemacht, die Schweine. Wieso? So, das ist die Nadel. Aber wo ist Mona? Die Geisterbahn war Monas Spielplatz. Da, sie ist da oben. Achtung! Sie war wieder in den Schatten verschwunden. Ein Eingriff von oben. Zu schnell vorbei. Ja, hallo, hallo, Kollegen. Aber nicht, dass die einfach mal mit uns redet oder so, nein. Ah, nee, nee, unglaublich, die Frau. Lu. Oh. Können wir kleben. Ja. Halb so wild. Mona. Dankeschön. Was ist denn? Max, Lina weiter vorn. Ich gebe die Deckung. Jo, Okay. Dankeschön. Boah. Kommst du? Wieder weg. Wo sind denn hin? Mona. Ich hatte die Schnauze voll von den Cleanern, die in ihren Vans davon rasten. Ich hatte nur eine Chance und keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich hatte keine Wahl. Ich konnte nicht auf Mona warten. Das war Vlads Ausrede. Schicksal. Ich vertraute mir selbst nicht. Max. Ich hatte das Funkgerät vergessen, das Mona mir gegeben hatte. Max. Ich bin hier. Die Cleaner nehmen mich ein Stück mit. Ich sag Bescheid, wenn wir angekommen sind. Max, was ihm passiert ist. Ich kann jetzt nicht reden. Ich konnte sie nicht knacken. Ich musste den Fall knacken. Mona, die Baustelle der Kesslin Versicherungsgesellschaft.
sind schon unterwegs. Hä? Bringen wir das Ganze nach oben? Ja, mit den restlichen Beweisen. Hey, Vorsicht mit den roten Kisten, ihr jagt uns ja alle in die Luft. Ich hol das Zeug aus dem Van und treffe euch dort. Ja, aber gibt so eine kleine Überraschung. Ich dachte an Vlads trojanisches Pferd. Im Van war ich in das Versteck der Klinger gelangt. Sie hatten mir verraten, dass die Beweise auf der obersten Etage waren. Ja, natürlich sind die ganz oben. Wo sollen sie denn sonst sein? Hallo? Wirklich? Kann man seine... Ich weiß nicht, ob das jetzt am Boden liegt, aber ich habe das Gefühl, man kann Max seine Pillen in der Tasche rascheln hören. Und zum Glück hat keiner gehört, wie der geschossen hat. Ne? Also. Sehr klar. Er wollte nur sein Zeug aus dem Van holen und dann kommen. Was für Zeug? Was hat er denn da drin? Eine Max. Ich habe keine Munition mehr. Nehmen wir die. Hallo? Guck mal, wir haben so mehr Munition. Die gefährlichen roten Kisten, von denen die Cleaner gesprochen hatten, waren Kisten voller Sprengstoff. Ja. Warum nicht, oder? Was? Hallo? Wo denn? Hallo, Leute? Ich weiß ja nicht, was... Ich bin vor Ort. Wo bist du? Ein abgerissenes Gebäude am Ende der Baustelle auf dem Weg nach oben. Ich bin auf der falschen Seite. Ich versuche, alles vom Dach zu überblicken. Später. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Okay, wollen wir mal schauen. Vielleicht finden wir ein paar Painkiller irgendwo. Mal speichern können wir auch mal. So, jetzt muss ich aber was ausprobieren. Und zwar ganz, ganz, ganz dringend. Juhu. Okay. Sollten wir uns merken, könnte uns ein wenig hilfreich sein. Voice of the Angels. Oh. Okay. Hallo. Das war schon so. Ach ja. Wie unauffällig. Da? Also mit den Fahrstühlen würde ich jetzt nicht unbedingt fahren wollen. Ja, ich bleibe bei meiner Meinung. Mal gucken,
Mann, Mona schafft uns zu helfen hier. Was ist das da? Ja, schmeiß mit Granaten rum hier. Ja, zum Glück hört das keiner. Versucht. Und ein paar Pilzchen. Muss dann unbedingt mal probieren, ob wenn wir keine Painkiller mehr haben, wenn das Geräusch weg ist. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Finden gerade so viel Zeug hier irgendwie. So, Mona, sie sagte, wir auf dem Dach. Okay. Hallo, der liebe Max Payne. Keiner da. Bin ich von hier gekommen? So eine verdammte Scheiße! Erschossen! Liegt neben dem Van! Ich wette, der Mistkerl, der das getan hat, ist noch im Gebäude! Leg ihn um! Ach Quatsch! Achtung! Hallo! Der freundliche Cleaner-Service ist da! Mona? Mona, bist du da? Oh. Das ist alles im Auto liegen lassen, ne? Wenn die Türen auflassen. Schon. Achso, ja, in dem sind wir ja mitgefahren. Ja. Wo sollen wir denn jetzt hin? Also wir müssen ja eigentlich nach oben. Aber der Fahrstuhl war auf jeden Fall Schrott. Ja, auf jeden Fall. Links nach draußen. Seite? Okay. So, kommen wir jetzt hier lang. Ja. Hier waren wir noch nicht. Ah, sieht doch gut aus. Der gute Teppich hier. Ich hätte gedacht, das sind Fliesen. Huch. Ein bisschen Unordnung schaffen wir so. Nicht weiter. Stell dir vor, er sagt mir, ich sei neu im Geschäft. Ich arbeite mit allen Farben außer Grün. Was zum Teufel soll denn das heißen? Vielleicht ist das symbolisch. Sowas wie Grünschnabel. Er sagte, ich würde Grün nicht benutzen. Alles außer Grün. Soll das heißen, dass du zu Pain? Gib mir Deckung.
Ja, da fast boah, ja ewig. Scheiße. Oh, krass. Ein paar Schweine. Aber haben wir gespeichert. Boah. Mann, was sollte das? Okay. Okay. Ja, nö. Warum nicht? Hallo. Kann die jetzt gleich von überall kommen? Hallo? Freundliche Cleaner, hallo. Oh, Bill. Billen. Des heroischen Einsatzes der anwesenden Beamten kostete die Bombe selbst keine Menschenleben. Während des anschließenden Schusswechsels starben jedoch zwei Officer und mehrere Häftlinge. Lieutenant Jim Ravura betont, dass Zax bewaffnet und extrem gefährlich ist. Das NYPD geht Hinweisen nach, dass Zax Helfer unter den Beamten gehabt haben soll. Ebenfalls vermisst wird Detective Max Payne, der bereits vom Dienst suspendiert war und gegen den wegen früherer Vergehen und mutmaßlicher Verbindungen zu Zax ermittelt wird. Alles Lügen und Intrigen hier. Reinigungsprodukte. Reinigen Sie mit uns, wenn es mal wieder zur Sache ging. Rufen Sie 555 Clean. Clean Sing Reinigungsprodukte. Ihre Wahl, wenn Sie Tatortspuren beseitigen müssen. Ein Junge. Oh, ich dachte, jetzt kommt noch eine neue Folge. Jetzt noch eine Folge oder nicht? Diesen Zombie-Dämonen aus dem Weltraum. Und jede Menge Cartoon-Kung-Fu. Ich glaube, kommt keine Folge mehr. Scheiße. Also, machen wir das aus. Das will ich trotzdem nicht. Und die freundlichen Cleaner sind. Hallo, Leute. Das hat man davon, wenn man fragt, ne? Kann immer da. Genau, das ist der Raum im Fernseher. Und dann geht es los. Ja. Ja. Also muss. Hallo? Muss ja. Ich glaube, da war jemand im Entwicklerteam sehr stolz auf die Physik Engine. Das ist der einzige Grund, warum das so dort liegt. Aber wirklich der absolut einzige. Okay. Geht's jetzt weiter? Manu? Wo ist Mona schon wieder? Die Frau ist absolut unzuverlässig. Hier waren wir schon.
Hier noch was einsammeln. Also die ist zwar andauernd da, aber immer nur Sekunden. Dann erschießt die irgendjemanden und geht wieder. Ins Raum. Unsere netten Kollegen. So, da ist eine Wand dahinter. Ah, okay, ja. Ja, Spitze. Und gut, speichern. Hallo? Hallo? Boah, wie ich sowas hasse. Was? Der spinnt wo? Scheiße, hab noch mal 6 Schuss. Huch. Apropos 6 Schuss. Tschüssi. So, ein paar Painkiller speichern. Und jetzt werden wir die Waffe wechseln müssen. Haben wir wieder Desert Eagle Munition? Oh ja, sehr schön. Ach, komm schon. Zeug einfach nicht liegen bleibt, wo es liegen soll, ey. Hallo? Sollte vielleicht mal jemand mit dem Ingenieur sprechen? Dass das so nicht ganz funktioniert, was er da geplant hat. So. Ein. Ach komm, was soll denn der Blödsinn? Der Granate, das war deine! Arschloch! Hallo? Ich will da hier mal einen, oder? Das ist Pain. Ja? Bleibst hier! Eine nur über meine Leiche Situation. Da ist ein Eindringling, möglicherweise auch mehrere. Aber hier kommt niemand lebendig vorbei. Nein. Okay. Er hat das relativ deutlich erklärt. Haha, okay. Ich glaube, wir können hier entweder gerade reinrennen. Mission. Probieren erstmal gerade rein. Achso. Okay. Ja. Okay, wir können nicht gerade reinrennen. Ja, du spinnst wohl. Was da drum steht, hast du schon gesehen, oder? Meine Güte. Vertrottel. Cleaner nennen die sich. Lächerlich. Würde ich sagen. Jetzt sind hier hin. Waren wir da schon? Hallo? Oder? Wo sind die Frau schon wieder? Vlad hatte gesagt, Cornetti schaltet seine Konkurrenten aus. Hatten die Cleaner deswegen Vlads Waffenlager ausgeräumt? Der Raum war voller illegaler Feuerwaffen. Genug für eine ganze Armee. Jo, na dann. Diese Typen sind bis an die Zähne bewaffnet. Absolut professionell. Von hier aus sieht es aber ganz anders aus. Was soll das heißen? Huch, oh nein, oh, zum Glück. Ja, was denn, Mona redet? Ah, nee, diese Frau.
Jetzt auf jeden Fall weiter. Ach, jetzt sind wir hier. Okay, cool. Wir wollten ganz hoch, wenn ich mich recht entsinne. Aber jetzt will ich erstmal gucken. Yep. Was denn hier noch Schönes ist. Ah. Ich hab's gesehen. Boah, krass, so viel Munition. Ich hab das Gefühl, da bricht gleich der dritte Weltkrieg aus. So. Speichern. Hat's ja alle Painkiller eigentlich? War da gerade voll, oder? B5 ist voll. Sehr schön. Hallo, Kollegen. Ich bin der Max, bin der Neue. Komm jetzt öfters. Ich räume auch ein bisschen auf, ja? Eine Geräuschkulisse, Junge. Ja, nee. Hallo. Was? Wie Feigling. Nicht Feigling, mein Freund. Oh ne, soll jetzt Fahrstuhl. Oh ne, soll jetzt wirklich Fahrstuhl fahren? Dafür nicht. Funktioniert er? Funktioniert er gar nicht, oder? Hä? Ach so. Ahaha. Gut. Ich glaube, das zählt auch als Fahrstuhlfahren, würde ich behaupten, oder? Wie viel Munition haben denn die hier? Was haben denn die vor? Yep. Diese Typen. Ach so. Muss ich nochmal? Keine Ahnung. Ah ja doch. Direkt hier davor. Ah, nee, nee, scheiße. Ich will eigentlich. Genau, ich wollte rein. Wer waren diese Typen? Ist hier was für uns? Ich hoffe, dass wir uns hier ja gekämpft haben. Fahrstuhl wird eh nicht funktionieren. Das ist bloß eine Sackgasse. Ich dachte, gibt wenigstens was. Ehrlich. Scheiße.